dich. Herzlich willkommen. Heute wieder gibt es ein neues Video hier auf meinem Kanal. Ja, Katja Amberg ist mein Name. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Falls du mich noch nicht kennen solltest, ich habe mich auf das Auflösen von leidvollen, toxischen, narzisstischen Beziehungen spezialisiert und helfe den Betroffenen, sich von diesem Leid zu befreien, diese Hintergründe zu erkennen und am Ende zu erkennen, zu was diese leidvolle, schmerzvolle Erfahrung wichtig war, wofür sie da war, dass sich da ganz, ganz andere Türen im Leben öffnen können und öffnen werden, wenn man eben diesen Weg geht. Und ja, da möchte ich hier auf diesem Kanal aufklären und vor allem, es geht immer am allerwichtigsten um Lösungen. Wie kriege ich das hin? Wie komme ich da raus? Wie kriege ich das hin, dass der Schmerz aufhört und so weiter? Ja, heute passend dazu das Thema, die Frage, die immer wieder auftaucht, ist, wie lange dauert denn jetzt die Heilung? Wie lange muss ich noch leiden? Wie ist denn das, wenn ich jetzt sofort anfange und wann bin ich da raus? Kann ich sagen, in 3 Wochen, in 6 Wochen oder dauert das Jahre? Weil es ist ja so, dass Psychotherapien oft über Jahre gehen und man denkt, um Gottes Willen, muss ich jetzt hier 3 Jahre noch rumleiden und wie lange soll denn das gehen? Mensch, dann kann ich es ja gleich lassen. Und das möchte ich heute so erklären, dass du so diesen Weg vor dir siehst, falls du jetzt am Anfang bist von deinem Heilungsweg, dass du weißt, wo es lang geht, wie es lang geht und vor allem, wie lange es ungefähr dauert. Selbstverständlich gibt es dafür keine klare Antwort, die für alle gültig ist. Ja, auf Schuss, es dauert so und so lange, zack, und dann bist du fertig. Es ist natürlich von vielen, vielen Faktoren abhängig, ganz, ganz klar. Und eben vor allem auch, oder überhaupt von dir selber, ganz, ganz viel hast du selbst in der Hand. Es hängt natürlich davon ab, bevor ich jetzt irgendwelche Zeiträume nenne, es hängt vor allem davon ab, natürlich, wie lange warst du in dieser Beziehung? Ja, war es nur eine kurze Beziehung, eine kurze Affäre oder war es wirklich eine langjährige Geschichte, wo du über einen langen Zeitraum geschwächt wurdest, dich selber wirklich erstmal wieder finden musst, auch selber erstmal diese Kraft und Energie wieder aufwenden musst für die Heilung, weil auch in die Heilung kommen und diese Arbeit, diese innere Arbeit machen oder Therapie machen, kostet ja auch erstmal Energie. Ja, da kann es sein, dass bevor du überhaupt starten kannst, dass du erstmal wirklich körperlich von deinem Energielevel wieder stabil werden musst. Ja, das ist schon mal die eine Sache. Natürlich gibt es auch kurze Beziehungen über ein paar Wochen oder Monate, die so hochtoxisch waren, dass man da genauso traumatisiert sein kann und genauso fertig und am Boden sein kann, wie nach einer 20-jährigen Ehe mit einem Narzissten zum Beispiel. Ja, also wie du jetzt schon bemerkst, kann man alles immer nicht verallgemeinern. Aber es ist so eine Richtlinie für dich zu schauen, okay, wo stehe ich denn jetzt hier? Dann kommt es natürlich auch darauf an, was bringst du in deiner Geschichte mit? Ja, ist es so, dass deine Kindheit überladen war? War die Kindheit schon traumatisch? Weißt du vielleicht von Missbrauch, von Schlägen, von Alkoholthemen, von den Eltern? Wurdest du weggegeben? Weißt du das vielleicht schon? Das ist auch schon ein großer Fortschritt. Oder kannst du dir das noch gar nicht vorstellen? Oder tappst du im Dunkeln, dass du sagst, Mensch, meine Kindheit ist total gelöscht. Ich habe keine Ahnung. Ja, also im zweiteren Fall, wenn du jetzt wenn du jetzt nicht weißt, was in der Kindheit war, muss man das natürlich erstmal freilegen. Und dann kommt es natürlich darauf an, was waren das für Themen? Sind das nur 1, 2, 3 Ursachen, die dafür gesorgt haben, dass du das heute erlebt hast, weil das ist ja mal ein alter Schmerz, den der Partner einschaltet? Oder sind es wirklich schwere Traumatisierungen? Und da kommt es auch immer darauf an. Ja, manches Trauma löst sich in einer Sitzung wunderbar auf. Bei anderen traumatischen Erlebnissen braucht man eben mehr Sitzungen, 2, 3 Sitzungen. Also Traumatherapie geht recht schnell, das Trauma allgemein zu lösen. Dann geht es natürlich auch noch darum, neue Glaubensmuster aufzubauen, neue Denkmuster, neue Verhaltensweisen.
Das dauert alles gar nicht so ewig, wie es klingt, aber es ist halt eben unterschiedlich. Dann oft irgendwo ein bisschen ungerecht, ja, weil der eine, der hat alles voll, der braucht halt mehr Sitzung und bei einem anderen ist es halt nicht so extrem. Ich sag mal, in den meisten Fällen kommen die Klienten mit 3 Sitzungen ganz gut zurecht, dass man mit 3 Sitzungen auf dem Weg ist. Und natürlich ist nach den 3 Sitzungen das noch nicht abgeschlossen, aber es haben sich ganz grundlegende Dinge verändert. Es geht wirklich da steil bergauf in den meisten Fällen. Natürlich brauchen andere noch 2, 3 Sitzungen mehr. Aber wie gesagt, in vielen Fällen sind diese 3 Sitzungen wirklich eine sehr, sehr gute Grundlage, um danach weiterzuarbeiten, um danach weiter bei sich zu bleiben, weil der Weg hört ja dann nicht cutmäßig auf. Dann sind vielleicht die größten Schmerzen raus oder die größten Themen und man erkennt fühlend und versteht fühlend die Zusammenhänge. Aber es ist natürlich noch notwendig, an den restlichen Dingen, die noch da sind, es ist ja mal ein bisschen vielschichtiger, das aufzulösen. Das kann man dann aber in den meisten Fällen alleine. Zum Beispiel mit den Selbsthypnosen, die ich mitgebe, mit den Übungen, die ich mitgebe hier in der Praxis. Und da gibt es natürlich auch Klienten, die das ganz alleine machen. Ja, die zum Beispiel sich dieses Selbstbefragungsprogramm runterladen und ganz alleine da durchgehen und zack, 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 ein Ding nach dem anderen lösen. Und so beharrlich da dran sind, ja, dass eine Einzelsitzung nicht mal mehr notwendig ist. Ja, oder vielleicht eine Sitzung, um wirklich so einen Knackpunkt zu lösen, wo man selber nicht weiterkommt, wo man merkt, da komme ich jetzt alleine nicht so ran. Ja, so, wie lange das jetzt dauert, jetzt möchte ich einfach mal so ein paar Zeiträume nennen. Es ist so, also es geht von bis. Sagen wir mal so, fange ich mal so an. Das Gehirn braucht, das hat die Gehirnforschung festgestellt, 21 Tage, mindestens 21 Tage, um eine neue Gewohnheit einzuspeichern, um die anzunehmen, um die zu integrieren. 21 Tage dauert das mindestens. Und ich sage mindestens, also aus eigener Erfahrung und durch die Erfahrung mit den vielen Klienten sage ich, es dauert ein paar Tage mehr als 21 Tage, in denen nicht immer, es gibt natürlich auch Muster, deswegen immer und nie kann man nicht sagen, da jetzt allgemeingültige Zeiträume zu nennen, ja. Das heißt, wenn du 21 Tage was machst und dann sagst, es ist immer noch nicht so ein Mist, funktioniert nicht. Nee, das funktioniert definitiv, aber dann dauert es dann einfach ein bisschen länger. Wovon hängt denn das ab? Warum ist denn das so unterschiedlich? Du, das sind verschiedene Faktoren. Was bringst du überhaupt von Hause aus mit, genetisch gesehen? Bist du eher so labil, psychisch labil, angreifbar, eher schwach, so von deiner Grundausstattung her, was du genetisch einfach mitbringst? Oder bist du schon immer eher psychisch stabiler? Bist du eher optimistisch eingestellt oder eher pessimistisch? Geduldig und sagst, ach, das wird schon? Oder ungeduldig, oh, wenn es so, nicht sofort beim zweiten Mal klappt, dann ist das alles Schrott und Mist. Das hängt davon auch ganz doll ab. Ja? Und es hängt natürlich vor allem ganz, ganz wichtig davon ab, wie beharrlich du da dran bleibst. Mit welcher Motivation, mit welcher innere Bereitschaft, das wirklich jetzt durchzuziehen. Und die brauchst du so 100% am besten. Ja, dass du wirklich sagst, ich will das jetzt von ganzem Herzen. Und nicht so die Einstellung, na, wir gucken mal und dann mal sehen. Und ich will schon gerne frei werden. Nee, du musst es wirklich, um da diesen Erfolg zu haben, nach diesen 21 Tagen oder sagen wir mindestens 21 Tagen. Da ändert sich noch nicht alles, aber ein großer Teil kann sich da verändern. Müsstest du wirklich jeden Tag dabei bleiben, mach das zu deiner Herzensaufgabe, mach das zu deiner Lebensaufgabe, jeden Tag da dran zu bleiben, dich nicht abbringen zu lassen, egal von was, egal ob du müde bist, ob du Hunger hast, ob jemand an der Tür klingelt und sagt, ach komm, trinken wir jetzt ein Weinchen zusammen, dann musst du sagen, tut mir leid, keine Zeit, ich muss mich um meine Heilung kümmern, zum Beispiel.
Ja, also deine Beharrlichkeit, wirklich da dranbleiben zu wollen, wirklich das machen zu wollen. Guck mal, stell dir mal vor, das ist zum Beispiel, ich nenne mal ein Beispiel. Ein Mensch ist todsterbenskrank, der hat ja eine schwer heilbare Krankheit und oder vielleicht unheilbare Krankheit. Und die Ärzte sagen ihm so, es ist so schlimm inzwischen, du hast jetzt nur noch 3 Wochen zu leben. Und dann kommt zu diesem Schwerstkranken, kommt zum Beispiel irgendein Heiler als Beispiel und sagt, du, pass mal auf, ich habe da was, ich kann dir was zeigen, wie du das überlebst. Ich kann dir etwas zeigen und beibringen, wie du wieder gesund wirst. Hast du Lust? Wollen wir das machen? Ja, was würde der denn antworten, der hier zu kurz vorm Sterben ist? Der würde natürlich sagen, ich will alles, alles, alles machen. Ich will sofort, sag mir, was soll ich machen? Der will sein Leben retten. Und natürlich gibt es auch todsterbenskranke Menschen, die dann sagen, ach, hör auf, ist eh alles zu spät. Mir ist nicht zu helfen. Das gibt es natürlich auch. Und dann ist einem auch nicht mehr zu helfen, ja, wenn man diese Überzeugung hat. Und es gibt immer wieder spontan Heilung. Ich will jetzt gar nicht so auf diese körperlichen Krankheiten eingehen, was möglich ist und was nicht, sondern ich möchte dir damit zeigen, dass dieser schwerstkranke Mensch nach diesem Strohhalm greift und sagt, ich mache alles, sage mir, was ich machen muss, sag mir, ich werde dranbleiben, ich will leben, ich will leben. Und der wird, wenn er das will, jeden Tag wie ein Irrer all diese Übungen machen, all das machen, was dieser Heiler ihm sagt, um wieder gesund zu werden. Ja? Und genau diese Einstellung müsstest du auch haben, dieses, ich mache jetzt alles, ey, es geht um mein Leben. Und ich möchte dich jetzt wirklich aufrütteln und dir jetzt auch hier sagen, hey, es geht um dein Leben. Es geht wirklich um dein Leben. Falls du es noch nicht gemacht hast, schau dir nochmal mein Video an. So gefährlich sind narzisstische Beziehungen oder narzisstischer Missbrauch wirklich. Schau dir das mal an. Und guck dir mal an, in welcher Gefahr du bist, wenn du jetzt noch in so einer Beziehung bist. Wie das dein Leben wirklich zerstört. Es geht wirklich um dein Leben. Es geht um dich. Und mit deiner Motivation, mit deiner Entscheidung, mit deinem... Oh, ich will jetzt sofort und ich mache das. Müsstest du mir meine Übung und alle Worte aus der Hand reißen, du würdest sie aufsaugen in dir. Du würdest sofort nach diesem Video losspringen und sagen, jetzt, ich muss sofort anfangen. Aber wenn du das noch nicht machst, dann ist ja irgendein Teil in dir, der noch denkt, na ja, ah, so schlimm ist es ja gar nicht. Ja, wenn es noch nicht so schlimm ist, das ist ja das Problem, dass der Mensch eben nur durch Schmerz lernt, durch richtigen Schmerz. Und selbst dann reicht es oftmals noch nicht. Und ich möchte das auch gar nicht verurteilen, wenn du noch nicht so weit bist. Ich möchte dich nur wachrütteln und dich motivieren, das zu machen. Und wenn du in dieser Motivation bist, in diesem, ich will das Chaka-Chak, ich mache jetzt jeden Tag diese Übung, ich mache das jetzt die ganze Zeit, du wirst belohnt werden dafür. Du wirst belohnt werden. Denn dann kann es tatsächlich sein, dass du in diesen 21 Tagen wahnsinnige Fortschritte machst. Und ich möchte nicht sagen, dass dann alles erledigt ist. Und oftmals dauert es auch länger. Also bei mir hat es definitiv länger als 21 Tage gedauert. Aber sagen wir mal, ein Muster kann sich da in 21 Tagen schon verändern. Und dann wieder das nächste Muster in den nächsten 21 Tagen. Und also es ist unterschiedlich. Es gibt Klienten, wie gesagt, die nach 3 Sitzungen, die eigentlich schon nach der zweiten Sitzung, wo ich selber staune, sagen, der Schalter ist rum, der ist mir egal oder sie ist mir egal oder jetzt kommt plötzlich so eine Kraft oder es ist so eine Befreiung. Ja, da staune ich selber oft. Es ist nicht immer so. Es ist auch nicht der Normalfall, dass man nach 3 Sitzungen rausspringt ins Leben und sagt, ich habe alles kapiert, ich brauche nichts mehr. Und das sind oft Klienten, die vorher keine Hypnose hatten, die noch nicht innere Arbeit gemacht haben, die auch Meditation noch gar nicht kannten. Gibt es alles. Ich sag mal so, der Standard sind so 3 bis 6 Monate, sollte man sich schon Zeit geben. Setz dich da auch bitte nicht unter Druck.
Setz dich auch bitte nicht unter Druck, wenn ich jetzt hier sage, es könnte in 21 Tagen möglich sein und obwohl du alles gemacht hast, obwohl du gearbeitet hast wie eine Blöde, ist es trotzdem noch nicht umgelegt. Sei da auch geduldig mit dir. Dann kannst du davon ausgehen, dass es nicht an deiner Motivation liegt, sondern an anderen Dingen. Vielleicht ist ein verstecktes Trauma da. Vielleicht musst du körperlich noch stabil sein. Vielleicht brauchst du wirklich persönliche Unterstützung. Spielt natürlich auch eine Rolle, in welchem Umfeld bist du? Bist du noch diesen Menschen ausgeliefert? Hängst du noch in der Ehe drin? Musst du noch mit diesen toxischen Menschen zusammenwohnen? Hast du Kinder mit ihm? Kannst du nicht auf null Kontakt gehen? Hast du noch Bekanntschaften, falsche Freunde, die dir Energie ziehen? Hast du die energetische Trennung noch nicht gemacht? Also das ist so vielschichtig, das ist so ein rosa Blumenstrauß, dass du bitte, auch wenn ich sage, die Motivation und du bist das Wichtigste, nicht verzagst, wenn du denkst, ey, ich habe alles gemacht. Ich habe jeden Tag hier eine Meditation nach der anderen, eine Hypnose nach der anderen und sei geduldig, dann hol dir Hilfe, wo und wie auch immer. Ganz klar, es gibt immer eine Lösung und es ist so wichtig, das wirklich zu wollen. Es ist so wichtig, das wirklich zu wollen. Auch da können versteckte Widerstände sein. Da können versteckte Blockaden sein. So wie, wer bin ich ohne mein Problem? So wie, hu, jetzt will mir jemand mein Problem nehmen. Das denkst du natürlich nicht bewusst, das ist unbewusst. So wie, wer bin ich ohne mein Drama? Dass du dann wahrscheinlich auch laufen lernst. In einem neuen Leben ohne Drama, in einem neuen Leben ohne Schmerz, was du noch gar nicht kanntest bisher, was auf einmal so ganz komisch, ungewohnt ruhig ist, so still ist, wo du denkst, was ist das? Ich will am besten lieber mein altes Drama wieder zurück. Das sind auch Heilblockaden, Widerstände. Diese ganz alleine rauszufinden, ist nicht immer einfach. Also was bin ich ohne mein Drama? Wer bin ich? Wenn ich mit meinen Freunden, wenn ich bei meinen Freunden nicht mehr rumweinen kann, wenn ich da nicht mehr bedauert werde, wenn ich nicht mehr bemitleidet werde, sei da auch immer ganz knallhart ehrlich zu dir. Was ist das? Brauche ich vielleicht dieses Mitleid? Unbewusst. Ja, denn du bekommst ja dadurch auch Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist Energie und auch das hat dich genährt. Und ich verurteile das nicht, weil es das ist, was du gelernt hast. Weil wir versuchen hier alle in der Kindheit und später irgendwie zu überleben, uns über Wasser zu halten. Und der eine hat die Opferstrategie und bekommt Energie durch Aufmerksamkeit. Oh, du bist ja so arm und so schwach. Und der andere bekommt Energie, indem er eben narzisstisch unterwegs ist. Beide Seiten sind eben oft unbewusst. Und durch das Licht, was jetzt raufscheint, durch das Bewusstwerden, durch das Erkennen dieses Musters, fällt das Licht von deinem Bewusstsein drauf. Und das ist nicht mehr im Dunkeln, das ist nicht mehr im Keller versteckt, das Licht fällt drauf, du siehst es vor dir und es ist am Tageslicht. Und dann kannst du es heilen. Ja, es ist so wichtig und du merkst, wie vielschichtig das ist. Natürlich gibt es auch Fälle, wo das länger als ein halbes Jahr dauert, dass es ein Jahr dauert, dass es anderthalb Jahre dauert. Und jetzt wirst du denken, oh Gottes Willen, ich hab's gewusst. Oh nein, das ist ja jetzt noch anderthalb Jahre rumleiden. Stopp. Wenn dein Prozess vielleicht so lange dauert, und es hat immer Gründe, warum es so lange dauert, du wirst am Ende deines Weges rückblickend feststellen, dass alles genau richtig war, wie es war, dass du wusstest, zu diesem Zeitpunkt konnte ich das und das noch gar nicht erkennen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht bereit, das anzunehmen, das loszulassen, rückblickend. Weißt du, das Leben ist intelligent, deine Seele, die weiß genau, was richtig und gut für dich ist. Und deswegen tue ich mich auch so schwer, hier Zeiträume zu nennen, weil du guckst ja nach links und rechts, oh, die ist in 3 Monaten fertig und die im halben Jahr. Für dich ist es wichtig zu erkennen, das ist mein Weg. Und wenn du dich entscheidest und alles machst und motiviert bist und dein Umfeld säuberst, falsche Freunde aussortierst, gut für dich sorgst, gesund isst, dich bewegst, an die frische Luft gehst, nährende, wertvolle Videos schaust,
Nicht die Hass-Hetz-Videos, nicht die, die dich energetisch runterziehen, nährende Videos, schöne Meditationen. Gibt's hier alles auf YouTube vollkommen kostenlos. Hey, das ist ein Geschenk. Du wirst jeden Tag beschenkt mit wertvollen, inspirierenden Videos, Podcasts, Bücher, die nicht viel kosten, wo du dich aufladen kannst. Ja, all das sorgt dafür. Und fang bitte an, wenn du auf deinem Heilungsweg bist, auch wirklich Heilungstagebuch zu schreiben. Das heißt, du fängst an, ob du es jetzt jeden Tag machst oder einmal in der Woche oder einmal im Monat, einfach aufschreiben, wie es dir ergangen ist, was du gefühlt hast, was dich traurig, hilflos gemacht hat, was du dann gemacht hast in der Situation, wodurch es dir besser ging, was du für Erkenntnisse hattest, für Impulse, für neue Begegnungen und so weiter. Schreib es auf. Und auf diesem Heilungsweg, der geht tendenziell immer nach oben. Das kann natürlich auch mal Schwankungen geben. Es kann Schwankungen geben, wo du denkst, oh, mir geht's super. Und dann kommt wieder irgend so ein Trigger. Und du denkst, oh, mir geht's ja genauso schlecht wie vorher. Oh, und sofort kommt dein Ego, dein Verstand. Ha, 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 ha. Das hat hier alles gar nichts gebracht. Siehste, siehste, siehste. Jetzt geht's dir wieder so schlecht. Dieser ganze innere Befreiungsweg ist ja alles Blödsinn. Nee, das, was da kommt, ist was Neues. Ist was anderes, was dann gelöst werden möchte. Also wenn du zum Beispiel mit der Hypnosetherapie arbeitest oder mit meinen Selbsthypnosen oder mit mir persönlich, das, was wir persönlich lösen in der Praxis als Beispiel, das ist gelöst. Das wächst nicht nach. Das kann sich nicht wieder einschalten. Das ist gelöst. Das ist wie wenn du ein Blatt Papier verbrennst. Dieses Blatt Papier ist verbrannt. Das ist dann Asche. Das zerfällt zu Staub. Das kann dann nicht wieder bei dir auf dem Tisch liegen. Weißt du, wie ich meine? Und so ist das, es zeigt sich was Neues. Also alles, was sich auf deinem Weg zeigt, ist dann was Neues, was noch angeschaut werden möchte. Ist noch ein Thema. Und man gewöhnt sich auch so verdammt schnell an die Ruhe. Man gewöhnt sich wirklich schneller, als du denkst, an dieses schöne Gefühl, frei zu sein. Freier und freier zu werden. Dieses Freisein ist ja nicht wie auf dem Schalter, so zack, Schalter rum von 0 auf 100. Das ist ja ein Prozess. Das geht manchmal in so einem richtigen Schuss nach oben und manchmal gemächlich und manchmal noch gemächlicher. Aber wenn du im Diagramm dir die Kurve anschaust, die geht immer nach oben. Und damit du das erkennst und auch in Situationen, wo du wieder mal eine neue Herausforderung hast, bemerkst, dass du wirklich weiter dich entwickelt hast. Schau in dein Heilungstagebuch. Schau rein, wie war es denn vor 3 Monaten? Ach Gott, da, deswegen habe ich mich noch gegrämt, deswegen war ich noch fertig. Oh Gott, das kommt mir jetzt schon ewig vor. Und ich kann dir nur sagen, und es geht mir, kann ich fast sagen, in jedem Jahr mehr so, dass ich denke, in 3 Monaten steckt ein ganzes Jahr drin. Oder noch mehr, weil so viel passiert, weil so viel sich verändert. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, es verändert sich so schnell so viel. Und man gewöhnt sich so schnell an dieses neue Level, auf dem du bist. Wenn du hier bist, dann kannst du dich mit dem hier unten kaum noch verbinden. Dann weißt du gar nicht mehr, wie habe ich mich denn da gefühlt? Schau in dein Heilungstagebuch und dann erinnerst du dich echt. Und das war erst vor 6 Wochen. Oder vor 3 Monaten oder 4 Monaten, kommt mir jetzt schon ewig her vor. Wo du jetzt auf diesem Level wahrscheinlich eine neue Herausforderung hast und denkst, immer noch nicht geheilt, immer noch nicht fertig. Nee, das geht immer weiter nach oben. Und wenn du ein halbes Jahr oder ein Jahr weiter bist und dann vielleicht denkst, naja, dich fragt jemand, bist du jetzt geheilt? Bist du jetzt geheilt von dieser Beziehung? Wirst du sagen, ja, aber irgendwie ist vielleicht noch ein Thema drin, irgendwie, dann kommen die Luxusproblemchen. Vorher geht es ums nackte Überleben. Wenn du anfängst mit dem Heilungsweg, geht es darum, irgendwie zu überleben. Diesen wahnsinnigen Schmerz zu überwinden, auszuschalten, wieder leben zu können, überhaupt wieder lachen zu können, überhaupt wieder die Sonne zu sehen, wieder die Kraft haben, aufzustehen, arbeiten zu gehen, wieder Freude an irgendwas zu haben. Die grundlegenden Dinge.
halbes ein Jahr später hier oben auf Level 4 geht es nicht mehr darum. Und vielleicht merkst du jetzt schon, wo ich erzähle, das geht auch so fließend über, dass irgendwann früher oder später auch dieser toxische Partner oder die leidvolle Beziehung immer mehr in den Hintergrund rückt. Das verblasst immer mehr. Manchmal ist es schneller weg, da ist die Tür plötzlich zu, so ups, habe ich schon 3 Monate nicht mehr an ihn gedacht oder 4 Wochen. Oder es ist ein schleichender Prozess. Und du wirst merken, auf diesem Weg wird es immer wieder neue Herausforderungen geben. Und je mehr die toxische Beziehung verblasst und dann irgendwo ganz aus deinem Bewusstseinsfeld verschwindet, wirst du aber merken, das Leben will immer wieder noch von mir Aktionen sehen. Oder es gibt immer wieder Neues zu entdecken, Neues zu lernen, neue Herausforderungen, neue, ich will es gar nicht Probleme sagen, die man löst, neue Erfahrungen zu machen, neue Herausforderungen zu lösen. Und das fängt dann an, Spaß zu machen. Und dann siehst du, dass diese leidvolle narzisstische Beziehung dazu da war, zu verstehen, wie das Leben funktioniert, zu wissen, egal was mir im Leben passiert, diese leidvolle Beziehung war für dich der Personal Trainer, der dich so trainiert hat, dass egal, was dann in deinem Leben geschieht, du wirst wissen, und auch das werde ich überleben. Du wirst wissen, auch das werde ich überstehen. Davon werde ich mich auch heilen. Ich weiß nämlich jetzt, wie es geht. Denn es kommen, du kannst davon ausgehen, es kommen neue Herausforderungen. Und wenn es solche Dinge sind, das Leben ist nun mal Beginn und Ende. Wir alle müssen irgendwann, früher oder später, von lieben Menschen Abschied nehmen. Ja, ob die nun wegziehen oder irgendwann sterben, so ist ja das Leben. Und dann, spätestens dann, hast du wieder eine Trauersituation, wo du dann weißt, ja, ich weiß, das ist jetzt traurig und es darf auch sein, aber ich werde es überleben. Und ich werde nicht in ein Loch fallen. Und ich werde, auch wenn ich jetzt nur in der Trauer bin und nur noch sage, nein, 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 das darf nicht sein, sage ich mir, und ich werde auch da diesen Sinn darin erkennen, auch wenn jetzt mein Verstand noch sagt, ist alles sinnlos, alles Mist. Ja, öffne dich diesen Gedanken. Und ja, zusammenfassend kann ich einfach nur sagen, du hast das meiste wirklich in der Hand. Du bist der Chef, die Chefin in deinem Leben. Du bist die Gestalterin tatsächlich in deinem Leben, auch wenn sich's im Moment noch ganz, ganz anders anfühlt. Und ich lade dich einfach ein, diese Erfahrung zu machen, dich von ganzem Herzen dafür zu entscheiden, wirklich frei werden zu wollen. Und es gibt immer wieder Fälle, auch klar in der Praxis, ja, die schon frei werden wollen, aber wenn es dann darum geht, ja, was weiß ich, energetische Trennung oder so, dann oh, lass mal das heute lieber sein und oh, lieber noch nicht. Ja, also dann ist derjenige noch nicht so weit. Ich möchte das nicht verurteilen. Man kann das auch nicht übers Knie brechen. Vielleicht muss davor noch eine Lektion gelernt sein. Und ich kann immer nur motivieren, das lieber gleich loszulassen. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja, aber deswegen, weißt du, das ist dann so wie, ich mache auch Raucherentwöhnung in meiner Praxis, als Nebenthema sage ich jetzt mal, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte unbedingt Nichtraucher werden. Ich will unbedingt Nichtraucher werden. Aber ich will noch weiter rauchen. Verstehst du? Ich will nicht Raucher sein, aber ich will immer noch so ein bisschen rauchen. Aber es ist ja nicht Raucher. Das ist ja immer noch Raucher. Weil man nur so ein bisschen raucht. Weißt du, wie ich das meine? Wirklich entscheiden. Nicht nur ein bisschen. Ja, und wenn da ein Klient zu mir kommt und mir das so sagen würde, dann würde ich sagen, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen, mit einer Raucherentwöhnungshypnose zum Beispiel, weil da werden wir nicht so viel Erfolg haben. Das ist vielleicht nur 50% Erfolg. Und nee, dazu ist es einfach zu schade. Zeit und Geld zu schade. Bitte wiederkommen, wenn die Entscheidung mit ganzem Herzen da getroffen ist. Und natürlich kann man auch halbherzig, mit einer halbherzigen Entscheidung einiges erreichen. Klar, es bleibt ja nicht ohne Wirkung. Aber du ziehst es unnötig in die Länge. Und mit dieser wirklich ganzen Herzenentscheidung, ich sag mal, machst du alle Türen auf, dass es so schnell gehen kann,
wie es für dich gerade richtig ist. Ja, wahrscheinlich ist diese Antwort darauf, wie lange dauert die Heilung. Sie dauert genauso lange, wie es für dich richtig ist, wie es für dich passend ist. Genau in der Geschwindigkeit, wie du es verarbeiten kannst, genau in der Geschwindigkeit, wie dein Inneres, dein Unterbewusstsein und dein bewusster Verstand es verarbeiten und integrieren kann. Du hast jetzt von mir einige zeitliche Vorgaben, ja, oder Beispiele, wie lange es dauern kann. Wie es für dich dann am Ende ist, findest heraus. Und ich hoffe, ich habe dir jetzt alles mit auf den Weg gegeben, was eben notwendig ist, da Erfolg zu haben und was deine Heilung beschleunigt, genau in die Geschwindigkeit bringt, die für dich passend und richtig ist. Ja, ich danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir herzlich für deinen Kommentar, vielleicht für Fragen, vielleicht für Videowünsche. Schick mir da gerne eine E-Mail an verwandlung@haus-mariposa.de und ich schaue, dass ich demnächst ein Video mache zu dem Thema oder zu der Frage, die du vielleicht hast. Ansonsten schau gerne auf meine Website www.liebenohneleiden.de oder auch unter haus-mariposa.de. Da findest du noch viel, viel mehr Informationen. Ja, für heute ist es das gewesen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und mach was aus deinem Leben. Jeder Tag zählt und jeder Tag ist ein Geschenk. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.